An alle, die gestern gesagt haben, heute kommt ein Video, herzlichen Glückwunsch, ihr hattet recht. Und das hier ist euer Preis. Oh mein Gott, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Moin, moin. Moin, meine aktiven Freunde. Und willkommen zu einem neuen, köstlichen Video. Wie immer. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Heute geiles Wetter und ja, alles läuft einfach. Bruder, wie hast du das geschafft? Die Versicherung wird dir den Schaden bestimmt ersetzen. Du musst halt nur erklären, wie du den verdammten Roller in den Baum gesetzt hast. Bist du zufällig über eine Sprungschanze gefahren, die mitten auf der Straße lag? Bro got the drip. Flamme, Flamme. Er ist einfach eine laufende Mikrowelle. Drip too hard, man. Deswegen würde ich mal direkt straight sagen, ey, wir fangen jetzt einmal an mit wie viel ist dein Outfit wert? Sneaker von Nike, 150 Euro. Hose von Zara, ja, ungefähr 40 Euro. T-Shirt von Black Panthers, 60 Euro. Und Hut? Mikrowelle von Panasonic, 344 Euro. Wer trägt alles einen String? Okay, Leute, ich bin dran. Nächste Karte, String. Alle Spieler, die gerade einen String tragen, trinken zwei Schlücke. Cheers. Yo, 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 yo. Er ist ein bisschen sus. Sus. Also willst du mir jetzt sagen, dass nur Frauen einen String tragen können? Du sexistisches Schwein. Dich sollte man einsperren. Selber schuld, wenn du dich so anzüglich anziehst. Und was ich wirklich anhatte. Nur eben ohne Schal. Und es war abends um ca. 23 Uhr. Hier ist es passiert. Hier ist was passiert. Ich habe keine Ahnung, also schauen wir einfach mal in die Kommentare. Hier ist es passiert. Hier wurde mir der Big Mac geklaut. Oh Gott. Ey, ich hab nicht drüber gelacht, okay? Das ist ehrenlos. Die arme Mann. Bro wollte Kampfpanzer ver... Ey, hört doch auf. Was sind das für gottlose Kommentare? Als ob die jemand festhalten kann. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer gerade da wirklich drüber lacht, ist ehrenlos, okay? Hört auf zu lachen. Das kam sogar in den Medien, Leute. Sie hat alle Jungs verspeist, die dort einfach nur ein Tischtennisturnier hatten. Okay, das reicht. Das ist too much. Die armen Jungs. Nein, nein, Spaß beiseite. Was auch immer da vorgefallen ist, über sowas macht man keine Witze, okay? Sie hat bestimmt noch bis heute damit zu kämpfen, okay? Also, lass die Arme in Ruhe. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Ich liebe einfach den Drachenlord. Und wo wir gerade über ihn reden, ich habe dieses heftige und epische Video von ihm entdeckt. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. What the fuck? Ich sag euch, das zwiebelt immer so in die Arme. Das zwiebelt einfach immer so in die Arme. Geiles Edit. Dafür hast du einen Oscar verdient, lieber Rainer. Metal Leute. Bei mir im Badezimmer war heute eine Spinne auf dem Boden. Ich bin jetzt eine Spinne. Ich wollte sie einfach nur beseitigen und habe das Ganze mal gefilmt. Und naja, was soll ich euch sagen? Das Video endet zwar direkt danach, aber glaubt mir, das Ding hat meine Kriegserklärung angenommen und sie ist mit einer Armee zurückgekommen. Ich bin direkt geflüchtet. Die sind jetzt alle immer noch in meinem Badezimmer und ich scheiß jetzt einfach auf der Terrasse. Ich muss jetzt warten, bis der Kammerjäger kommt und die Dinger dort mit einer verfickten Nuke auseinandernimmt. Ihr kennt doch bestimmt alle Omegle oder OmeTV, diese Seite, wo man so fremden Leuten begegnet und dann mit denen per Videochat so reden könnt, alright? Ihr kennt das doch alle. Und ja, das sind auch die Seiten, wo jeder zweite Typ, den man begegnet, seinen Schwanz in der Hand hat und am Jacks. Und es gibt diesen einen Typen, der macht einfach so ehrenlose Pranks auf dieser Plattform. Yo, what's up? Hey, do you think I'm Spider-Man? Real talk, answer seriously. No. Okay, okay, well... There's only one way to find out.
Sie wollte doch nur normal mit jemandem reden und nicht sowas Krankes miterleben. An das YouTube-Team, das ist alles nur editiert und ein Prank. Alles nicht echt, okay? It's Comedy. Kennedy! Someone asked me, do you think I'm Spider-Man? And I was like, no. And they jumped off the building. Ach du heilige Scheiße! Die ist ja komplett durchgedreht. Ich frag mich gerade ernsthaft, geht's ihr gut? Die Arme hat eine Panikattacke bekommen. In Kirchheim am Neckar, aber schmeckt so eine Automatenpizza. Hab ich noch nicht probiert, aber ich probiert gerade mal ein bisschen. Konuspik, sehr gut, kenne ich, der Überlaub, alles schön, wunderbar. Er hat das Ding einfach komplett reviewed nach einer Sekunde. Hätte er nochmal abgebissen, könnte er dir alle Inhaltsstoffe davon sagen. Der wurde safe bezahlt dafür. Niemand sonst würde eine Pizza aus dem Automaten, aus einem Automaten, mitten auf der Straße so bewerten. Ja, komm hier, nimm 50 Euro und sag mal, dass unsere Pizza lecker ist für die Kamera. Konuspik, sehr gut, kenne ich, der Überlaub, alles schön, wunderbar. Ganz kurz, eine Sekunde gehen, ich habe eine Frage an ihn. Oh je. Hast du schon mal fremdgegangen? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Nein? Das ist meine erste Beziehung überhaupt. Ja? Ja. Süß. Netter und sympathischer Kerl. Weiter so. Okay, perfekt. Guck mal kurz, du musst wieder, jetzt kannst du da hinten gehen. Unter uns beiden, bist du schon mal fremdgegangen? Ja, bin ich. Yo, what the fuck? Wie oft? Kann man nicht sehen. Dreimal oder so. What the fuck? Ich glaube, sie geht gleich das vierte Mal fremd, so wie die beiden sich angucken. Wie versteckst du das vor deinem Freund? Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Chats habe, dann archiviere ich sie oder lösche sie einfach direkt. Also ich weiß ja, wann er kommt und wann nicht. Was? Der Typ steht original 3 Meter daneben. Was redet sie gerade da? Der wird doch hoffentlich das Video danach sehen und Schluss machen, oder? Also, ja. Der Bray kann das gerade auch nicht fassen. Und, hat er das noch nie erfahren oder so? Nein, noch nie. Ich lösche das ja auch. Außerdem habe ich mir mehrere Namen, wenn ich mich irgendwie bei anderen vorstelle und ja. Dann merkt man das nie, oder? Nee. Okay, das ist krass. Junge, sie hat Fremdgehen studiert. Hier neue Namen geben, da Chat löschen, da eine andere App schreiben. Mein Junge, wenn du das hier siehst, mach Schluss. Oder geh ihr als erstes fremd, am besten mit ihrer Schwester oder so irgendjemand, wo es sie auch trifft und dann mach Schluss. Und willst du ihn wirklich heiraten? Mal gucken. Also er nicht. Doch, eigentlich schon, aber ja. Also er nicht. Er nicht. Warum bist du dann mit dem zusammen? Einfach so Zeitvertreib. Zeitvertreib? Oh Gott, hell no. Ja, wieso kann ich nicht mal ein Mädchen kennenlernen, die mit mir einfach als Zeitvertreib zusammen ist? Wieso kann ich so eine nicht kennenlernen? Bitte. Ich frag doch nicht nach mehr. Ach ja, ich weiß wieso. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich beim ersten Date immer so verhalte. Junge, wie schlecht hat er es noch versucht, am Ende zu überspielen? Ja, alles gut. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass die gesamte Pommes gerade wieder ausgerotzt wurde. Erfolgreiches erstes Date nenne ich sowas. Ob es noch ein zweites danach gab? Ich glaube nicht. Lustiger Prank und die Leute finden das auch ziemlich witzig. Aber wenn du das in Deutschland machst, rastet der Typ gegenüber komplett aus, geht raus, zerschlägt deinen Spiegel und zeigt dich danach noch wegen Belästigung an. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was so passiert, wenn man dieses Ding hier auf die höchste Zahl drückt? Nein? Ich habe mich das auch noch nie gefragt, weil es mir echt am Arsch... Ja,
Ich fand's auch ziemlich krass. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert diesen gottverdammten Channel. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euer verdammtes Lieblingsessen ist, okay? Mein Lieblingsessen ist Döner. Ein schöner Döner. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.